Sie sind hier, 8. Juli 2018, 10.04 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stanislav Czacheso schied mit Russland dramatisch im Elfmeterschießen aus. Urheberrecht Getty Images. Nationaltrainer Stanislav Czacheso hat seine Zukunft als Trainer der russischen Nationalmannschaft nach dem Viertelfinal aus bei der Heim-WM offen gelassen. Es ist nicht vorhersagbar, ob ich bleibe oder nicht, wir werden erstmal nicht nach vorne schauen, sagte der 54-Jährige, wir müssen alles sorgfältig analysieren. Russland war am Samstagabend in Sotschi durch eine 3:4 Niederlage im Elfmeterschießen gegen Kroatien ausgeschieden. Czacheso telefonierte kurz nach dem Spiel mit Staatspräsident Wladimir Putin, der ihm zu einer gelungenen WM gratulierte. Aber ich habe ihm gesagt, dass wir sehr enttäuscht sind, meinte Czacheso. Wir hoffen, dass wir in Zukunft noch einen Schritt weiter gehen können. Putin hatte das Spiel nicht im Stadion verfolgt. Dafür bedankte sich Premierminister Dmitri Medvedev anschließend in der Kabine beim Team für eine großartige WM. Der russische Fußball werde nie wieder sein enttäuschendes altes Selbst zeigen, sagte Medvedev. Ich bin ganz sicher, dass wir einfach einen anderen Fußball sehen werden. Auch in den russischen Medien überwog der Stolz auf eine gelungene WM. Champion unserer Herzen, titelte Sport Express, und Gazeta stellte fest, die Grenze des Glücks ist erreicht.